herzlich willkommen beim Kerngeschäft, bei der Kernkompetenz. Salut. Der drei Herren vom Film. Wir packen wieder aus. Wir greifen in deinen Sack. Ja, man greift wieder in meinen Sack. Die Stammzuschauer werden sehen, das ist der Börsensack. Der Börsensack, der aber heute nicht mit Börsenware gefüllt ist, sondern mit den Einkäufen der letzten Wochen, die ich leider teilweise auspacken musste. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen eingepackt lassen, weil wir irgendwie überhaupt keine Pakete mehr auspacken. Wir haben alle schon ausgepackt, aber die musste ich teilweise auspacken, weil es Angebote waren, wo ich halt kontrollieren musste, ob die Scheiben alle drin sind und so. Und leere Scheiben. Ja, ja. Und wieder vieles werdet ihr gleich sehen von meinem lieben netten Arbeitskollegen, wieder günstig geschossen. Deswegen ist das wieder der Schnäppchensack sozusagen. Und ihr dürft auspacken, ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Endlich! Jawohl, ich nehme alles! So war das nicht gemeint. Folgendes, ich könnte euch aussuchen, was ihr wollt. Bitte ein bisschen vorsichtig, weil es ist ziemlich voll und da ist ein Riesenteil drin. Ihr könnt euch überlegen, ob das zuerst. Dein Sack ist ein Riesenteil. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr es zuerst rausholt oder nicht, dann habt ihr mehr Platz. Mir ist es egal. Lass uns den großen Sack rausholen. Ich öffne den Sack. Ja, wenn Sack. Der doch oben drauf. Das ist der große. Deswegen. Ich mach. Dann holt er jetzt. Das ist eine Kaffeedose. Holt er jetzt den großen raus und den Rest kann ich dann wieder hier verteilen. So. Oh, die Augsburger Blechbüchse. Halt du mal rein, du bist näher am Gerät. Am Gerät? Der Gerät. Der Gerät arbeitet scheißfrei. Ja, interessante Verpackung für DVDs. Mhm. Blechkiste Roll. Roll, genau. Und zwar ist drin Don Blech und der goldene Junker. Hier. Und gut gebrüllt Löwe, Teil 1 bis 4. Ja. Darf ich nochmal reingucken? Nee. Ist Bier drin. Macht Sinn. Ja. Da erwartet man was Exorbitantes Geiles. Da ist einfach eine große Konservendose. Und zwei DVDs drin. Und ein Heftchen. Und ein Heftchen. Wo man sich Merchandising kaufen kann. Und natürlich Werbung für die anderen CDs oder DVDs. Was die ja mittlerweile auch alle auf Blu-ray kommen, ne? Die mittlerweile alle auf Blu-ray kommen, aber ob man das muss, ob man da upgraden muss, ich weiß es nicht. Ja, ich hab's noch nicht vergessen. So. Hallo. Hallo. Du verpackst manchmal. Ja, ist klar. Die sind vor allen Dingen sehr praktisch im Regal. Die kommen natürlich. Ja, die sind total unpraktisch im Regal. So, jetzt kommen wir mal zu Kernkompetenz. Kernkompetenz. Meinungen. Zwei Stühle, drei Stühle, eine Meinung. Drei Stühle, eine eigentlich, Meinung. Eigentlich ist es eine Couch, eine drei Couch, Meinungen. Genau. Eine Couch, drei Meinungen. Ein schönes neues Format. Genau. RTL 2, hallo. Eine Couch, drei Meinungen. Zurück zur Augsburger Puppenkiste. Ja, geil. Wollte ich nichts zu sagen. Boah, ich klinge schon wie Cybertron Soldier. Ja. Also das soll jetzt nichts Böses sein, aber da braucht man auch mal nichts mehr zu sagen. Bombe sagt er gar nicht. Was sagt er? Granate sagt er, glaube ich. Immer. Granate. Also... Auch ein geiler Kanal, keine Frage. Ja, ja. Riesensammlung, aber naja. Ja, Augsburger Puppenkiste, wer in sie in unserem Alter als Kind nicht gesehen hat, hat, denke ich mal, keine Kindheit gehabt. Weil die lief ja früher immer. Das habe ich mal gesehen, aber Don Blech und der Goldene Junker, da muss ich überlegen, ob ich den mal gesehen habe. Also meine Favoriten sind, ist immer noch Schluck. Vom grünen Stern. Natürlich. Und danach habe ich den noch zu Hause. Den Knopf, klar. Urmel und Katze mit Hut. Aber die gehen. Rasams gibt es noch. Es gibt so viele und die sind alle toll gemacht mit viel Liebe. Das merkt man den Programmen und den ganzen Sachen an. Da gibt es eine ganz alte Schwarz-Weiß-Klammer. Ja. Also Augsburger Puppenkiste ist über jeden Zweifel erhaben. Oh ja. Ist das ja noch aktuell? Weil ich habe so Augsburger Puppenkiste abgewertet in den 70ern oder so. Ja, im Fernsehen momentan selten. Ab und zu mal auf Kika noch teilweise, auf Super RTL auch noch. Oh. Entschuldigung, ich muss noch mal eben kurz sagen. Diese Dose deckt den Tagesbedarf an guter Unterhaltung. Und interessant für dich oder für deine Tochter, mindestens haltbar bis 7.10.2105. Ja.
Das reicht. Alle, die es nicht kennen sollten. Nach dem Öffnen liebevoll behandeln und sofort konsumieren. Nee, das ist auch jetzt nicht. Darfst du. Das ist auch noch jetzt nicht. Komm hier, erzähl. Ja, erzähl doch erstmal. Mehrwertangaben, ja geil. Schau, lustige, 3 bis 99 Jahre. Hier, nimm die Dose. Komm, erzähl. Es ist immer noch Marionettentheater. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ist noch nicht, ja. Ist noch kein Animation. Pixel. So Vinyl-Schallplatten, von, also Hörspieler von diesen Sendungen im Fernsehen damals. Ich kenne die nicht wirklich. Ja. Also Lukas habe ich gesehen, die wilde Reizen noch. Ach, ich auch. Ja, wie komme ich dran? Ja, Arbeitskollege hat es mitgebracht, fand ich total süß. Hier, ich räume gerade zu Hause auf, brauche ich nicht mehr. Ist bei dir doch gut aufgehoben. Ja. Für Nüsse quasi. Und die Blechdose natürlich Walnüsse, wahrscheinlich. Paranüsse, Walnüsse, halt, ne, Macadamia-Nüsse. Blechdose rollt. Der Titelsong von Don Blech und der Goldene Junker wurde übrigens in den 90ern vertechnot. Ja, ja, das ist ja Blech. Roll, Blech, und so weiter. Genau. Ja, das war ja die Zeit, wo hier auch genau. Eine Insel. Ah, jetzt. Ja, genau. Weiter. Damit haben wir den dicksten. Ja, komm, ich hab die Dose. Den dicksten Bart haben wir raus. Sehr schön. Weiter geht der Spaß. Tom Hanks Shaggy Long geschenkt ist noch zu teuer. Lieblingssatz? Kenn ich nie? Kann ich nichts zu sagen. Steven Spielberg. In einem Film von Richard Benjamin. Was? Ja, Richard Benjamin ist eben da. Da war ich bei Richard Benjamin. Du hast gerade gesagt, Steven Spielberg? Spielberg präsentiert. Wahrscheinlich hat er seinen Namen ja auf die Karte. Kann sein, er hat aber nicht gespielt. Doch, er ist Produzent. Ja. Producer. Sieht noch nach einem jungen Tom Hanks aus. Habe ich auch schon öfters mal als Angebote gesehen, aber kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ja, wie du schon sagtest, ein relativ junger Tom Hanks. Einer der Lieblingsfilme meiner Frau. Warum zu sortieren? Nein, ich guck, hallo. Nein, ich guck doch nur was. Ja, Mann, ich störe. Ja. Das Mikrofon ist auch hier. Ja. Hallo. Hallo. Also, einer der Lieblingsfilme meiner Frau. Und ja, jetzt auch schon 2-3 Mal gesehen. Und er ist recht lustig, muss ich sagen. Also, ich finde ihn echt nicht schlecht gemacht. Ja. Geht ja um ein Haus, was irgendwie auseinanderfällt. Und ja, aber wenn ihr mich nicht ausschaut. Nein, das doch gar nicht. Ach, ist schon gewinnt. Ach ja. Ja, ja, super Komödie aus den 80ern, finde ich total geil. Ich wollte mir eigentlich auch blau kaufen, weil ich hatte das. So blau. Weil ich das, sag doch mal schnell, die Filmkritik bei Thorstens Filmkritiken gelesen. Gesehen habe. Und da sage ich, boah, geil, den wollte ich immer schon mal haben, aber dann hat da wieder mal der Preis kurz den Ausschlag gegeben. 4,97? 3,97. Ich die Blume 11,97. Ja, geschenkt. Geschenkt ist ja noch zu teuer. Und dann habe ich gesagt, nee, dann nimmst du doch erst noch die DVD, weil so wichtig auf Blau ist der jetzt auch noch nicht. Und ja, das stimmt. Dann gucke ich den jetzt nochmal an. Ne? Ich finde den total. Ja, das ist also total super, ist vielleicht nicht übertrieben, aber ich finde den auch sehr. Ja, sehr besser. Jetzt weiß ich noch nicht, worum es geht, aber um Haus. Die laufen im Haus, dann bricht alles zusammen. Ja, und genau. Ja, das ist dieser Fusch am Bau und es bricht auseinander und deshalb ist das Geschenk eigentlich noch Fusch am Bau. So. Übrigens, du kannst es wenden, dann hast du den Flatschen wieder vorne. Das ist der Vorteil von einem Wendemann. Geil, ne? So. Serienalarm. Eureka, wie sagt man? Eureka, ne? Eureka. Die komplette Serie auf Blau, auf 18 Blu-Rays. Ah, da musstest du zählen. Da muss ich zum Beispiel zählen, ja. Ja. Weil Kuhn kein Doppel drin ist. Ich kenne die Serie vom Namen, ich habe aber leider die irgendwie verpasst. Und dann lief sie schon und dann bin ich aber nicht nochmal eingestiegen. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch. Soll sehr strange sein, geht ja um die Stadt Eureka, in der alle möglichen außergewöhnlichen Dinge passieren, soweit ich das weiß. Und die Wissenschaftler oder die da arbeiten halt mit ihren Experimenten ganz merkwürdige Dinge anstellen. Die Eurokesen. Nein. Die. Habt ihr ihn verstanden? Nein. Ich habe das einmal gesehen, eine Staffel oder eine Folge. Ich weiß nicht mehr, fand ich es nie. Eine Staffel oder eine Folge? Ich weiß nicht mehr. Habe ich eine Folge oder 22? Ich habe keine Ahnung. Sind das nur 22 Folgen, die Staffel? Nee, ich glaube 13 oder 14. Es lief halt irgendwann, das konnte mich jetzt irgendwie nicht fesseln, das wieder zu gucken. Da habe ich keiner dabei, der irgendwie hübsch aussieht. Ne? Doch, klar, ja, doch, geht. Oh, nee. Okay, also ist an mir vorbeigegangen.
Ja, ich kenne es auch noch gar nicht, aber es interessiert mich die Bohne. Ja. Zack, die Bohne. Es interessiert mich halt von der Story her sehr, weil wir, es ist halt wirklich durch einen komischen irgendwie Autounfall, glaube ich, gerät der Typ halt da in diese Stadt Eureka aus Versehen. Und diese Stadt wurde halt von der Regierung ins Leben gerufen, damit die besten Wissenschaftler des Landes dort ihre Geheimexperimente durchführen können. Und er kommt dann da rein und wird dann da der Sheriff von der Stadt, warum auch immer, das wird sich dann zeigen. Und ja, die experimentieren und dann kommt halt, ne, die reisen durch die Zeit und nun springen irgendwelche Planeten und alles, was sie können. Total strange und bin gespannt. Hier muss ich ja sagen, danke an meinen Arbeitskollegen Falco mal wieder. Ist ein Name genannt. Darf ich. Vornamen darf ich. Dann. Hallo! Hallo Falco. Hallo Falco. Ist er nicht tot? Wieder ein ist ja nicht bei einem Auto. Wieder ein schöner Deal. 45 Euro bei Amazon, 2/3 auf mich, also ganze Box für 30 Euro habe ich dann mal mitgenommen, ne? Schnabber, schnabber. Weil normalerweise ich bei 60. Jawohl, die dicke Box habe ich rausgeholt. Ah, hier ist noch eine dicke Box. Soll ich greifen? Ja, greifen. Ah, ah, oh. Ich würde sagen, die Serie heißt Fringe, aber ich warte noch auf die Marco oder wieder French, Fringe of Persia. Marcel in einer Kombination aus allen fünf Teilen aus, in einer Blu-ray-Fassung. Ich muss gestehen, ich habe immer noch nicht weiter gut außer den ersten drei Folgen. Ist diese Kuh, immer kriegst du diese Kuh, die am Anfang ja, ne? Ja, die Kuh guckt. Noch nicht weiterkommen, ehrlich gesagt. Mal gucken. Ja, klingt definitiv oder sieht es nach einem Blu-ray-Update aus, weil die Serie haben wir ja schon öfters behandelt. Ich habe sie ja auch als DVD im Regal stehen, und die meine ich eins nach auch. Ich habe auch mal mit angefangen, bin dann, auch irgendwann hängen geblieben. Ich habe die auch im Regal stehen. Ich bin immer gegangen. Du hast sie auch im Regal stehen. Ja, der Thorsten hat sie auch. Was war der Erste, der die hatte? Oh, man weiß es nicht. So vergessen sie die Leute. Man weiß es nicht. Und ja, die Serie steht auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Auf dem Tisch steht sie. Dem kriegen wir keine Müllermilch mehr, der kriegt keinen Zucker mehr. Wenn jetzt einige Staffeln oder einige Serien jetzt zu Ende gehen, dann kommt die auf jeden Fall auf den Tisch und in den Player und dann gucke ich sie. Den Warenkorb. Öfters haben wir nicht. Nee, den Warenkorb brauche ich sie ja nicht mehr. Habe ich sie ja. Zwar nur auf DVD, aber das reicht. Ja, ich habe sie schon komplett durch, weil ich hatte sie auf DVD. Dann können wir sie ja vergeben. Wir dürfen uns davon aussuchen. Ach, ja. Ich hatte sie auf DVD. Und hattest sie auf DVD? Hast lieber Grüße DVD? Wieder meinen Arbeitskollegen Falco, der mich ansprach und sagte, French, lach, das ist die Amazon. Fringe. Ist doch scheißegal. Fringe. Lach oder liegt jetzt wieder bei 80 Euro bei Amazon. Kurzfristig war es ein Blitzangebot für auch wieder 45? Ja, genau, für 45. Sprich, 30 auf mich, die habe ich bezahlt, die DVD ist für 35 verkauft. Ah! Alter, schön, was sind das für Züge hier? Das sind Züge, alle haben von ihm gelernt hier alles. Hey. So. Nein, Update, DVD-Sammlung raus, Blu-ray rein und nur 5 Euro eingenommen. So läuft der Hase. Sehr schön. Wo hast du denn verkauft? Auch auf Arbeit auch. Ja. Oh, wir gehen weiter in der letztmalig angefangenen... Hau mal doch. Ja, das ist schon so staubig hier, das ist schon so alt. Total, vor allem bei mir staubig, auf jeden Fall. Nein, der Film, weil der so alt ist. Boah. Ja. Nein. Ja. Also hier Poirot, die Agatha Christie-Sammlung Mord im Orient Express mit Jean Connery. Oder? Ja, da spielen viele bekannt. Ja, ja, Jean Connery unter anderem. Anthony Perkins kennt man auch noch. Martin Balsam. Lauren Bacall. Die ist letztens gestorben. Die ist letztens gestorben, genau. Und ist ein ganz bekannter Film. Mir allerdings leider noch unbekannt. Und die Agatha Christie-Sammlung hatten wir ja auch schon mal. Einer meiner Lieblingsfilme. Wow. Tolle Verfilmung aus den 80ern oder 70ern. Michael York ist noch dabei. Richard Midmark. Rachel Roberts. Vanessa Redgrave. Also alles, was Rang und Namen hat. Albert Finney spielt den Hercule Poirot. Soll man spoilern? Ich glaube, der ist so alt, dass den werden die meisten wahrscheinlich kennen. Also ich kenne persönlich nicht, aber ich fand das Kind völlig überraschend, als dann alle auf einmal die Mörder waren. Alle haben sie umgebracht. 12-mal richtig rein in die Leiche und hieb ihm und war ich völlig überrascht. Ja, das ist schon, wenn man nicht weiß, ist das schon. Braucht nicht mehr gucken. Schwein gehabt. Aber schön ist auch dieses Verschwörungsende, wenn Sie überlegen, sagen wir jetzt die Wahrheit oder lügen wir uns einfach nicht. Nee, nein.
Hallo. Ja. Ja? Ja, ja, ja? Verschwörungsende. Genau. Ja, ja. Ja, ja. War das Verschwörungsende? Ja, ja, war Verschwörungsende. Was war das? Ich hab den Faden verloren. Warum rede ich eigentlich hier? Ja. Das Verschwörungsende ist doch, dass wir feststellen, das ist die Leiche, das sind die Mörder. Ja. Und das können wir entweder sagen, wenn die Polizei gleich kommt, wir sind alle die Mörder oder es war irgendjemand anders, der jetzt geflohen ist. Genau. Worauf einigen sich? Auf den anderen. Auf den anderen, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Immer geklärt. Agathe Christie Sammlung geht weiter, Nummer 6. Das ist auch mal Fehler. Wenn wir dich hier live vor der Kamera umbringen, dann werden wir auch sagen, es war jemand anders. Genau. Richtig. So. Weiter. Weiter, den habe ich rausgeholt. Ein bisschen. Ah, hätte ich gerade gesagt. Nummer 12, nein, ist Nummer 12. Das ist Nummer 5, wie ich vermutet habe. Wir sind erstmal bis, glaube ich, 4 gekommen. Dann haben wir jetzt Nummer 5 aus der Agatha Christie-Serie, nicht der Poirot. Doch, das ist die Poirot-DVD-Sammlung. Oder? Das ist die Agatha Christie-DVD-Sammlung. Genau. Das unvollendete Bildnis kenne ich jetzt nicht. Ja, kenne ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Bei den Schauspielern sagt mir auch keiner wirklich was. Aber vielleicht weiß ich jemand, was dort ist. Ja, zwei in den Müllern. Kenne ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Ja, muss ich mich anschließen, einer der wenigen Agatha Christie-Filme, die ich auch noch nicht kenne. Zwischen Literaturverfilmung. Auf jeden Fall. Und deswegen nein. Bin ich mal gespannt. Ich kenne da echt gar keinen von. Nee, echt, da kenne ich auch überhaupt keinen von. Sophie Winkelmann. Ach die! Die Olle, doch hier oben drüber, oder nicht? Ja, beim Studelhuber. Nee, wie heißt Studelhuber? Keine Namen. Strudelhuber ist auch schön. So, weiter. Next. Ein Büschen haben wir noch. Ein Büschen. Tödlicher und erotischer als jemals zuvor. Ah! Deine Leidenschaft. Nee, ihre Leidenschaft wird dich töten. Deine Leidenschaft wird dich töten. Unsere Leidenschaft bringt uns höchstens ins Armhaus. Species 3. Einen Teil, den es, naja, nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber ja, fängt auch schon mit 3 an. Kapitel 1, 10 bei Species 3, wieso? Ist definitiv der schwächste der Reihe für mich. Der erste ist einfach immer noch genial, finde ich den. Und ja, ich könnte mich jetzt noch wiederholen und sagen, den hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber naja. Habe ich nicht gesehen. Ich habe den ersten Teil habe ich gesehen und ich weiß, den zweiten auch schon geguckt habe. Und ja. Ich hab's mal auf dem Mythisch, glaube ich, bei Kiki oder so. Hast du mal auch gesagt, drei. Nee. Ja, ich bin auch der Meinung, nach dem ersten hätte so aufhören sollen. Der erste ist und bleibt eine Granate, auch heute definitiv. Noch. Definitiv. Hast du den auch geklopft? Ja, zwei, auch geklopft. Zwei ist okay, drei ist wirklich unter ferner Liefen. Aber Sammlungsvervollständigung. Geld. Man muss ja alle drei im Regal stehen haben, das hat man ja gesammelt. Auch wenn man die nie in den Player schiebt. Aber wenn man die nie in den Player schiebt, genau. Ja, das ist alles so. Jetzt. Oh! Sie ruhen viel zu tief. Sie ruhen viel zu tief. Ja, du warst zu tief im Sack. Vom Regisseur von Spawn kommt ein wahrscheinlich Tierhorrorfilm. Frankenfisch. Wie kommst du darauf? Wer mag, da ist es jetzt so mit Frankenstein und Fischen. Knüpfen. Sümpfe, Louisiana, natürliche Kreatur. Das sieht nach Tier aus. Wir haben ja ein gemischtes Doppel. Fertiger Schauspieler mit Geisterfrau im Wasser. Kommt fast verboten, aber der Fisch kommt. Naja, die Zeit ist nicht ja wohl vorbei. Willkommen am Ende der Nahrungskette. Und geiler Untertitel ist das. Das ist sogar von Columbia TriStar. Ja, ja, das ist nicht kein Trash. Also ist echt was. Ist nicht irgendwie. Geht wahrscheinlich in Richtung Anaconda oder so. Wahrscheinlich. Ich habe ein Film, den ich mir die. Oh, guck mal, sogar schön mit Inlay. Sagt man dazu eigentlich doch, oder? Und vor allem stabile Hülle noch. Jo, komplette Hülle, also kein Billigding. Ja, ist ein Film, den ich mir. Ach, die Kaufversion. Das ist ja schön. Das ist schön. Ja, das ist ja fein. Interessant, guck mal, das hier auf dem der Scheibe, ich hoffe, man hört mich noch, dass das FSK-Logo auf 16 in weiß ist. Das FSK-Logo in weiß, ich übersetze mal. Seht ihr das? Und nicht blau, ne? Also es ist schon eine sehr alte Veröffentlichung, weil das ist noch kein FSK-Flasche. Ja, wobei so alt ist der, glaube ich. Eigentlich gar nicht, ne? Nee. Aber
Also ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir auch angucken würde. Ich auch gewonnen. Oder hat der, nee, hat der eine Wendekammer mit großen Flaschen vielleicht gehabt? Nee. Nein, der hat gar keine Wendekammer. Das wird auch die harte Pappe erklärt. Also nee. Naja, nee, ja. Egal. Wie ich schon sagte, den Film würde ich mir auch angucken. Und das ist wahrscheinlich eine schöne Partyunterhaltung, wo man sich. Da gehe ich von aus, da gehe ich von aus. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe eigentlich noch viel Gutes gehört. Und wie gesagt, ist er von Columbia. Columbia. Und naja. Ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Den Fischi. Zwei haben wir noch. Den Fischi hast du rausgeholt, ne? Zwei haben wir noch. Ich nehme den hinteren, ich nehme das blaue. Spätestens ab der dritten Folge wird man süchtig. Super spannend. Die komplette erste Staffel von Person of Interest. Sagt mir nur was vom Namen her. Ist wahrscheinlich, so wie ich die Marco einschätze, wieder irgendeine. Nein. Keine CIA. Aber mit einem CIA, NSA und keine Ahnung. Hier steht CIA-Agent. Ja, mein Gott, ja und? Hat, muss aber nicht heißen, dass sie alles nur da irgendwie sich angucken. Und gleichzeitig befassen sich zwei Detectives vom New York Police Department mit diesen Fällen. Naja, ein Kriminologen. Also ist das doch irgendwas. Ja, aber das ist so. Ist ja, die ne? Thematik ist grundtechnisch vielleicht die gleiche mit einer anderen Herangehensweise. Aber wenn du so argumentierst, so. Dürftest du auch kein True Detective gucken. Weil es auch CIA und NSA und ja, hast du nicht gesehen. Ja. Aber es ist halt nicht der übliche Polizeiattack wie bei Navy SEAL. Okay, das ist James Cavistier, kann das sein? Ich glaube. Ja. Und hier. Ben aus Lost. Ben aus Lost, genau. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Schauspieler. Ich werde jetzt mal. Kann das sein? Michael Emerson? Ja, Michael Emerson. Genau, so heißt er. War uns doch völlig klar, Ben. Michael Emerson. Ja, ist eine Serie, die. 13 mit. 17 bitte auf die 12. Ja, bitte. Ihr merkt, wir haben ein neues Mikro und testen das gerade ausgiebig. Wir hoffen, man hört uns. Rita, was kosten die Kondome? Ja, um zurück zum Kernkompetenzgeschäft zu kommen. Ja. Ja. Also ist eine Serie, die wahrscheinlich nicht so schnell bei mir landen würde im Player. Also von daher. Ist eine Warner-Serie, die habe ich zum ersten Mal zu Weihnachten gesehen, als mein Bruder sich Arrow und Person of Interest zusammen gekauft hat für Apple und Ei. Und seitdem liegt die auch mal bei mir im Warenkorb zusammen mit, nicht Arrow, mit True Detective. Das war jetzt vor kurzem im Warenkorb bei dem Blitzangebot. Nein, doch nicht. Weil habe den Trailer mehrmals angeschaut, ist irgendwie so der Erfinder, der irgendwie so ein Überwachungssystem hat, mit Kameras überall verknüpft, die dann halt die bunte Welt draußen filmen und dadurch halt wahrscheinlich mit dem Täter auf die Spur kommen, aber hat mich nicht wirklich vom Trailer packen können. Hier war eine zweite Staffel mittlerweile auch auf DVD. Schon der dritte? Dritte wahrscheinlich. Ist in der Mache. Vierte läuft gerade. Läuft schon gerade, okay. Na, und ist immer so im Warenkorb 2 für 18, aber auch da habe ich noch mal gesagt, vielleicht brauchen sie halt noch ein Feedback, dass man sagen kann, jo, das ist es. Ja gut, Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Ist klar. Aber da, bei mir war es wirklich so, genauso wie es hinten drauf steht. Ich habe 3 Folgen gesehen, habe sofort, wie bei Blacklist gesagt, muss ich haben. Egal, wie es weitergeht. Ja, also nach 3 Folgen war ich so geflasht und ich habe auch noch nicht mehr gesehen, weil ich habe dann gesagt, ich warte dann auf die Blu-ray, bis sie bezahlbar ist. Jetzt war sie ja bezahlbar. Die zweite folgt demnächst, die ist noch bei meinem Arbeitskollegen. Letztendlich habe ich dann für die beiden Staffeln zusammen 12 Euro bezahlt und die dritte kostet, glaube ich, noch 30, da war aber noch ein bisschen, ne? Und die vierte läuft eh nach 10 Euro. Ja, aber wie gesagt, die hat mich nach 3 Folgen absolut und geflasht. So, The Last Eternity. Oh. Ah, der musste nochmal sein. Jetzt erst? Ich hab ihn nur auf DVD gehabt. Was? Ein Film mit einem Riesenrad. Sharknado. Sagt mir jetzt gar nichts. Ist hier auf dem Kanal noch nie erwähnt worden. Noch nein, nie. Wir haben ja immer von Sharktopus gesprochen. Ich vermute mal, es sind Heiden in einem Freizeitpark sich bewegen, denn. Die fahren so Achterbahn oder Riesenräder. Die sind wirklich ganz stark im Trend momentan. Die fahren auf der Krake übrigens. So sei es. Genau. Ja. Nee. Sharknado. Ja, Sharknado. Ja, man kann jetzt nicht sagen, das ist die Mutter aller Trash-Filme. Nee. Aber Sharknado hat
ja, dieses Phänomen Trash in die Welt getragen. In die Wohnzimmer dieser Welt. In die Bildzeitung in dieser Welt. Hat den Trash, wie heißt es so schön? Salonfähig. Salonfähig gemacht, genau. Ja, also da sind sie dann alle auf Trashfilme abgefahren und es ist auch ein geiler Trash-Party-Film, keine Frage. Und ja, Kultverdacht, definitiv ein Kultfilm. Ja. Der zweite genauso. Also. Ja, wie gesagt, noch nicht gesehen hat. Ich hatte bislang nur die DVD und war immer zu geizig, mir die Blu-ray zu kaufen. Die 52 haben wir immer gehabt? Wie immer, ja, ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, komm, reicht auf DVD, Schamedo. Aber jetzt habe ich sie dann abgegredet. Auf das Highlight des Jahres. Ja. Ja, schön, das war's. Das war's. Der Schnäppchensack ist wieder leer. Der Sack ist leer. Ja, ich bedanke mich wieder mal bei meinem Autokollegen für die ganz vielen Schnäppchen. Da kommen demnächst noch ganz viele mehr. Ich glaube, wir haben in den letzten 4 Tagen gemeinsam, glaube ich, 7 oder 8 Blu-rays in den Warenkorb. Amazon. 700 oder 800 Euro. Nee. Und alles immer so schön günstig. Also, wie gesagt, Pearl of Interest. Da kommt noch was. Es kommen noch 2 komplette TV-Serien auf Blau demnächst. Aber. Was soll ich da machen? Ne? Ja, der ruft den mal an. Guck mal hier, Angebot. Und dann sag ich, was kostet er für mich? Ja, 25. Ja, doch, nehme ich. Nein, ich verrate euch nicht, wo der wohnt. Ich erinnere mich an eine kurze Aussage vor kurzem auf der Börse. Jetzt ist ja bald wieder Sommer und da habe ich nicht so viel Geld und auch nicht so viel Zeit, so viele Sachen zu kaufen und zu gucken. Also mache ich das auch gar nicht. Wenn der Herr mal zugehört hätte... Er hat doch was Nein. Wenn der Herr mal zugehört hätte, was ich gesagt hätte... Dann hättest du auch verstanden, dass ich gesagt habe, ab April ist es vorbei. Wir haben noch März. Ist noch gar nicht, aber wenn das Video kommt, heute ist noch April. März. Gut, jetzt ist noch März, wenn dieses Video online kommt, ist wahrscheinlich schon April. Ich werde meine Ohren wieder waschen. Und ich habe auch nicht gesagt, ich werde nichts kaufen, ich werde mich nur dann wieder einschränken. Ja, aber wenn so eine Knaller kommt, ja, 25 statt 70 oder dann die Hände. Kann ich nicht Nein sagen. Ja, das war's. Alles leer, alles ausgepackt. Ich habe wieder viel zu viel zu gucken und ich weiß auch nicht, wie ich das schaffen soll. Aber wie Thorsten so schön mal sagte, man muss sich auch mal zwingen, Fernsehen zu gucken. Das habe ich übrigens gestern gemacht, gestern oder vorgestern. Gestern hast du wahrscheinlich Fußball geguckt. Gestern hast du Fußball. Du hast das irgendwann mal auf ein Video gesagt. Man muss sich auch mal zwingen, Filme zu gucken. Und das habe ich vorgestern habe ich gemacht, da habe ich mit meiner Frau 4 Folgen Blacklist haben wir geguckt. Und dann war ich nach der 4. Folge von Blacklist, hing ich da so in die Seile und dann war erst, ich glaube, 9:30, war relativ früh angefangen, die kurz war früh im Bett. Und meine Frau sagte, ich gehe ins Bett, ich kann den kaputt. Und ich so, nee, ich zwing mich jetzt. Ich guck nur Film. Wollen wir nicht streichen? Ich guck. Bist du bescheuert? Ich sag, ich mache jetzt einen Kaffee, ich guck doch, ich gehe doch nicht um 9:30 ins Bett. Ich muss jetzt noch einen Film gucken. Und da fiel mir so ein, man muss sich manchmal auch zwingen, Filme zu gucken, um die Liste mal so ein bisschen zu reduzieren. Dazu möchte ich nicht noch kurz sagen, man muss sich auch mal auf jeden Fall zwingen, Filme zu Ende zu gucken. So. Ja, das mache ich ja generell. Ja, ich mir mittlerweile auch, aber manchmal muss man generell. Sich da echt zwingen, weil... Es ist manchmal so. Wir haben, um jetzt hier noch ein bisschen Kritik reinzuhauen, weil ja, wir erst 28 Minuten weg. Passt alle. Das mit Unpacking bei uns ja viel zu kurz. Anders ist Kind gesehen. Welch? Mit Scarlett Johansson. Ah, es gibt auch noch ein anderes Kind. Und der ist, der ist sehr strange. Ja. Irgendwie dann doch interessant, aber naja, gut, sie zieht sich aus, aber das ist ein anderes Thema. Aber da musste ich mich auch echt zwingen und habe gesagt, nein, der Film gucke ich zu Ende. Normalerweise früher hätte ich den so nach 10 Minuten, Viertelstunde hätte ich den ausgemacht, aber ich habe gesagt, nein, die 100 Minuten, die hältst du jetzt durch. Das ist wirklich so. Also es gibt keinen Film, den ich zu Ende gucke. Ja. Ich glaube, wir haken schon, aber ich bin mir sicher. Nein. Das war ganz schlimm, damals ganz viel ändern. Blind Horizon, der Feind in mir. Mm. Den habe ich, glaube ich, 7-mal angesetzt, weil ich 7-mal eingeschlafen bin. Und ich hätte 7-mal sagen können, schmeiß die Scheiße weg. Nein, ich musste gewiss, dass der Film endet, obwohl er so schlecht ist. Ja. So richtig schlecht, aber nun gut. Man muss sich zwingen, manchmal ist es einfach so. Ja, das war ein kleines, feines Unpacking und jetzt sind wir durch. Grüße! Ich grüße deinen Arbeitskollegen Falco, dass er uns so schöne Unboxings... Habe ich jetzt die ganze Nacht schon gemacht, mache ich auch nochmal. Bescheren. Ja, 3 Bunde, hallo Falco, danke für diese tollen, tollen Kombinationen und Vorlagen. Ja, auch für die nächsten, die da kommen. Tschüss! Mit Üs.